Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading von mir. Ihr habt ja eben gerade schon gesehen, dass ich beim Pferd war heute. Wir haben heute Montag, wir haben jetzt auch schon 20.13 Uhr. Ja, ich war beim Pferd und dann mit dem Reiten. Und ihr habt gesehen, er hat sich gestreckt. Und ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob ich ein Pferd habe oder doch vielleicht eine Giraffe. Ich wusste, dass er sich sehr lang machen kann, aber ich wusste nicht, dass es wirklich so lang geht. Ich war selbst sehr überrascht und habe auch einige Bilder gemacht. Ja, aber das zeugt ja nur von Beweglichkeit, was ja auch sehr, sehr gut ist. Ich war auf jeden Fall heute mit meinem Pferd eine Runde reiten. Das war auch mal wieder nötig, denn er hatte sehr viel Energie. Er hatte heute auch extrem viel Lust gehabt. Obwohl es relativ warm war und er mit der Wärme ab und zu mal ein bisschen zu tun hat und das nicht ganz so gut verträgt von seinem Gemüt her, da dreht er ab und zu mal ein bisschen am Rad. Ja, er hatte jetzt auch nicht unbedingt viel Power, aber er ist gut gelaufen und er ist auch schon vorwärts gelaufen. Hat auch seine Freudensprünge währenddessen gemacht, was für mich vollkommen okay ist. Und ja, ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen von dem Lesemonat Mai, wo ich ja gefragt habe, welche Videos ihr von mir wünscht, dass ihr auch gerne mal, zumindest einmal was auf jeden Fall gewünscht, auch mal ein Pferdevideo haben wollt. Und ich habe mir überlegt, ich werde einfach, kommt drauf an, was ich machen werde und es sich mal lohnt, irgendwas zu filmen, weil ich, wenn es so warm ist, nicht so extrem viel mache. Einmal vielleicht immer euch die ganze Woche mitnehmen, wenn ich beim Pferd bin, oder eben nur 2 Tage, dann Mittwoch und Donnerstag, und werde es dann an einem extra Tag mal hochladen. Das habe ich mich so oft versprochen, aber ich nehme es nicht nochmal neu auf. Und werde euch da auf jeden Fall ein kleines bisschen mitnehmen, sodass ihr hoffentlich auch einen guten Eindruck bekommt, was ich so mache und ja, wie ich so mit meinem Pferd umgehe. Und wenn ihr das dann gesehen habt und mehr Bock drauf habt, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in diesem Video fragen, weil mich das schon sehr interessiert und ich eigentlich auch sehr viel Lust drauf habe, auch mal mehr Pferdevideos zu machen. Nur ich will die halt nicht in die Weekly Readings reinpacken, weil die auch so schon manchmal sehr lang geworden. Und wenn ich dann noch Pferdecontent mit reinpacke, ist es halt nochmal mehr, weil ich halt 3 bis 4 Tage die Woche beim Pferd bin und dort auch ja, sehr lange eben bin und dementsprechend auch dort viel Zeit verbringe. Kommt da auch ganz viel Material zusammen, einfach auch, weil die Pferde sehr viel machen und ich zugegebenermaßen auch sehr gerne einfach auf der Wiese sitze und den Pferden zugucke oder irgendwie noch lese oder sowas, weil mir das unglaublich, also ich bin gerne draußen erstens und zweitens beobachte ich die Pferde einfach so, so gerne, weil wäre ich mich jetzt zum Beispiel heute früher gegangen, hätte ich gar nicht gesehen, dass sich mein Pferd so nach den Blättern gestreckt hat. Ja, da geht einem manchmal ganz viele schöne Dinge und deswegen bin ich meistens noch ein bisschen auf der Wiese so Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Bock ich drauf habe. Kommt natürlich auch drauf an, wie gut das Wetter oder wie schlecht das Wetter ist. Wenn es regnet, bleibe ich natürlich nicht auf der Wiese, weil ich dann auch nicht so viel Lust habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, so viel zu meinem Vormittag beim Pferd. Ich wollte euch aber ein Leseupdate geben, damit ihr einmal auf dem aktuellen Stand seid. Und ich fange mit meinem aktuellen Buch an, was das, ja, ich habe 2 Bücher angefangen, aber wir fangen mit dem Buch an. Das ist das E-Book von Tara Sivek, oder Tara Sivek, keine Ahnung, Zwischen uns die Sterne. Das ist dieses Cover. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ja, so müsste es eigentlich gehen. Da bin ich jetzt bei 66%. Ich möchte es spätestens morgen fertig gelesen haben, weil ich nämlich dann mit Für immer und ein Vierteljahr anfangen möchte. Dazu aber gleich mehr. Ich komme hier tatsächlich auch sehr schnell voran, weil der Schreibstil sehr, sehr flüssig ist. Tatsächlich passiert aber leider gar nicht so viel, was ich sehr, sehr schade finde. Und es ist doch recht langweilig. Also Cameron und Everett lernt man auch nicht so richtig kennen, muss ich sagen. Es ist eine Geschichte, wo ich mir anfangs mehr erhofft habe, weil sie schon so stark angefangen hat und der Klappentext echt gut geklungen hat. Aber bisher, also diese 66%, da ist einfach nicht viel passiert. Ich werde euch im Lesemonat da auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr erzählen und eventuell auch ein kleines bisschen spoilern, das werde ich dann sagen, aber ich werde es natürlich auch vermerken, damit man das dann überspringen kann. Es gefällt mir nicht, es ist so ein 2-Sterne-Buch, weil einfach nichts passiert. Wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis und wir wissen von Anfang an, dass Cameron und Everett ineinander verliebt sind. Sie zeigen es auch irgendwie schon sehr deutlich, wie man hier herauslesen kann von dem, was sie machen, aber beide schnallen es einfach vom anderen nicht und keiner spricht es irgendwie mal an. Die Freundin von Cameron hat gesagt zum Beispiel, dass man beiden ansieht, dass sie total ineinander verschossen sind und total gut zusammenpassen.
Ja, aber von den beiden, von Cameron und Everett, kommt einfach nichts, was ich sehr, sehr schade finde. Und diese Sternwunschgeschichte da, die am Anfang geschieht, passiert ja tatsächlich jetzt auch nicht mehr, was ich auch ja, sehr schade finde, weil ich das eigentlich eine ganz gute Idee fand. Aber ja, so ist das bisher ein Zwei-Sterne-Buch und ich glaube, daran wird sich auch nicht besonders viel ändern, weil ich nicht glaube, dass es noch irgendwie besser werden wird. Ich werde es fertig lesen, weil ich jetzt auch schon so weit gekommen bin und es ein Rezensionsexemplar ist und ich dazu gerne meine Rezension endlich abgeben möchte. Und ja, es lässt sich außerdem auch sehr schnell lesen. Ich habe da vielleicht noch 3 Stunden, 2,5 Stunden oder sowas, ich weiß es nicht ganz genau, in dem Buch. Und dann bin ich auch damit fertig. Und werde dann, ich fange mal anders an, mit dem Buch hier weitermachen, auf jeden Fall als haptisches Buch für immer und ein Vierteljahr von Sonja Roos. Im letzten Weekly Reading habe ich ja erzählt, dass ich auf Instagram eine Abstimmung gemacht habe, welches Buch ich lesen soll als nächstes. Ich hatte das zur Auswahl und einmal Mr. West. Und die Mehrheit hat für dieses Buch gestimmt. Hier ist auch schon Lesezeichen drin, damit ich direkt loslegen kann. Und ja, die Mehrheit wird in dieses Buch gestimmt. Und ich habe auch mega Bock auf dieses Buch. Ist auch ein Rezensionsexemplar. Ich habe es noch nicht angefangen, deswegen kann ich dazu noch gar nichts sagen. Es ist aus der Sicht eines Mannes geschrieben. Bücher sind aber alle in der Infobox verlinkt. Dann muss ich nicht alles dem Klappentext vorlesen und irgendwie zusammenfassen. Weil, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, finde ich es immer sehr schwer, den Klappentext zusammenzufassen, muss ich sagen. Ja, aber wenn ihr genauer wissen wollt, worum es geht, Bücher sind alle in der Infobox verlinkt, da könnt ihr euch dann den Klappentext durchlesen, falls euch das interessiert. Und sobald ich was gelesen habe darin, werde ich euch dazu auch wieder ein bisschen mehr sagen können, auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich noch ein angefangenes Buch und das ist The Sleeping Prince von Melinda Salisbury. Das ist der Zettel drin, wo ich mir ein paar Vokabeln aufgeschrieben habe, weil das Ganze nämlich auf Englisch ist. Und ja, da bin ich auch noch nicht weiter. Ich habe den. Heißt es Prolog ist der Anfang, ne? Prolog, ja, Prolog gelesen. Ja, das waren die ersten. Mein Lesezeichen sitzt falsch. Das waren die ersten 8 Seiten oder sowas. 7 Seiten. Die ersten 7 Seiten habe ich gelesen. Kann ich dementsprechend auch noch nichts zu sagen. Bisher fand ich das Englisch eigentlich in dem Prolog ganz gut und bin damit ganz gut zurechtgekommen. Ich glaube auch, dass das nicht unbedingt ein großes Problem werden wird, weil ich es eigentlich mal relativ gut verstehen kann, auch wenn ich die Vokabel nicht unbedingt kenne, weil man irgendwie immer den Zusammenhang versteht. Also ich zumindest verstehe das immer relativ gut und kann mir dann da schon was zusammenschustern, sodass es auch wirklich passt. Und ja, da werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Ich hoffe, ich komme da auch ganz gut voran. Wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Und dann habe ich gerade immer mein Handy geholt, weil ich ja auch noch immer ein Hörbuch irgendwie habe, was ich dann ja beim Sims spielen oder sowas höre oder wenn ich mich im Bad fertig mache oder wie auch immer. Wenn ich halt ein bisschen Zeit habe zum Musik hören oder zum Musik hören, Podcast hören, Hörbuch hören, da entscheide ich mich immer relativ spontan, worauf ich Lust habe. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Buch ich jetzt nächstes hören soll. Ich möchte gerne an meiner 19 für 2019 Liste ein bisschen weiterarbeiten, auch wenn ich da schon ganz gut vorankomme. Dazu wird auch ein Video, glaube ich, im Juli online kommen mit meinem Update. Aber diejenigen, die fleißig aufpassen, wissen eventuell, welche Bücher ich davon schon gelesen habe und welche nicht. Ja, und auf der Liste steht auch noch Gläsernes Schwert von Victoria Aveyard. Das ist der zweite Band der Reihe Die Farben des Blutes. Hier habt ihr mal das Cover. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht ganz so sehr. Das ist auf jeden Fall das Cover. Und das Hörbuch werde ich jetzt auf jeden Fall hören. Ich habe noch nicht reingehört. Ich habe es eben gerade mal nochmal angehört, damit es auch auf der Startseite steht von BookBeat. Ich höre meine Hörbücher übrigens alle bei BookBeat aktuell, weil ich das da ganz gut finde, dass man die Bücher runterladen kann und schneller hören kann oder langsamer hören kann, wie es eben für einen passt. Und man an der Stelle auch wieder stoppt. Ich habe ganz oft Hörbücher über Spotify gehört. Dass man die Hörbücher schneller machen kann, ist jetzt für mich nicht unbedingt so extrem wichtig. Aber man muss sich halt bei Spotify zum Beispiel immer merken, an welcher Stelle man stehen geblieben ist, weil das eben einzelne Tracks sind. Und das nervt mich ziemlich, muss ich gestehen. Deswegen habe ich dann auch öfter mal Hörbücher über die Online-App gehört. Da habe ich mir dann Hörbücher ausgeliehen und da stoppt es dann auch immer direkt an der Stelle. Man kann es zwar auch nicht schneller machen, aber wie gesagt, das ist für mich jetzt nicht so extrem wichtig, aber dass man eben genau an der Stelle wieder weiterhören kann, ohne eben sich den Track merken zu müssen, wie bei Spotify, finde ich schon sehr, sehr praktisch. Und ja, ich würde sagen, jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Und ich werde heute Abend auf jeden Fall bei Zwischen uns die Sterne weiterlesen und mal gucken, wie weit ich kommen werde. Da werde ich euch dann auf jeden Fall morgen updaten.
Und vielleicht nehme ich euch den Tag über auch so ein kleines bisschen mit. Ich habe ein bisschen was auf dem Programm, was ich gerne machen möchte. Ich stehe aktuell morgens immer um 7 Uhr auf und sitze aller spätestens um 7:30 Uhr, also 7:30 Uhr am Schreibtisch und mache meistens dann irgendwas für meinen Blog. Oder für YouTube, das kommt dann immer drauf an. Und ja, arbeite dann da so bis um 9 ungefähr. Das sind ja dann schon um ungefähr 1,5 Stunden. Und dann gibt es für mich Frühstück, mache mich dann für den Tag fertig. Und dann kommt dann die To-Do-Liste, die ich so mit für den Tag gemacht habe, auf jeden Fall weiter. Und da kann ich euch dann gerne mal mitnehmen. Das ist so das, was ich erzählen werde. Jetzt werde ich duschen gehen und mich fürs Bett schon fertig machen. Haben wir jetzt 20:24 Uhr. Ich habe schon 11 Minuten gelabert. Und dann melde ich mich morgen wieder. Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, auch wenn ich das mein Fenster offen habe. Wir wohnen an der Bundesstraße. Das heißt, es könnte ab und zu ein bisschen lauter werden, wenn da mal ein Traktor oder LKW dran vorbeifährt. Aber ich glaube, das sollten wir so ganz gut hinbekommen. Ich wollte euch ein Leseupdate geben und euch ganz kurz zeigen, was ich jetzt noch essen werde. Wir haben einen recht großen Garten und pflanzen dort halt auch eben Obst und Gemüse an, unter anderem auch Erdbeeren. Und ja, jetzt so als Nachtisch nach dem Mittagessen gönne ich mir ein paar Erdbeeren. Hier sind die leckeren Erdbeeren. Und ich habe dann noch, man sieht es hier unten, ein bisschen Vanillesoße reingemacht, weil wir noch welche übrig hatten. Wir haben nämlich eine super große Kühltruhe und haben da immer sehr viel Obst eingefroren. Und meine Mutter hat da letztens zweimal jetzt, glaube ich, schon rote Grütze draus gemacht. Und da machen wir immer Vanillesoße drüber und da ist die jetzt eben noch übrig und bevor die schlecht wird, habe ich die jetzt einfach über die Erdbeeren gemacht und das schmeckt auch ganz gut, denke ich mal zumindest. Ich habe es jetzt noch nie gegessen, aber in der roten Grütze war, glaube ich, auch man auch Erdbeeren drin, unter anderem. Ja, das werde ich jetzt gleich essen. Davor wollte ich aber, wie gesagt, noch ein Leseupdate drehen. In The Sleeping Prince habe ich nicht weitergelesen und auch das Hörbuch habe ich noch nicht angefangen. Ich habe True North, den vierten Band. Ich blende euch das Cover hier irgendwo ein. Den vierten Band, der so pink ist. Da geht es um Sarah und ich glaube Dave heißt der Typ. Das habe ich gestern angefangen im Fitnessstudio und bin da jetzt bei 4%. Also auch noch nicht so arg weit. Das ist übrigens auch ein Rezensionsexemplar. Bei mir bleiben sehr viele E-Books, die als Rezensionsexemplar bei mir einziehen, immer liegen und die lese ich sehr, sehr selten und auch sehr wenig, muss ich sagen. Da will ich mich jetzt auch jeden Fall auch in nächster Zeit ein bisschen kürzer treten. Ich habe jetzt auch schon eine ganze Zeit lang kein E-Book mehr angefragt. Wenn es so haptische Bücher sind, funktioniert es einfach viel besser, weil ich die mehr im Blick habe, diese E-Books. Aber ja, das habe ich auch schon etwas länger jetzt und muss unbedingt mal gelesen werden. Ich habe auch mega Bock auf die Reihe, weil ich True North sehr, sehr gerne mag von Serena Bowen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Ich kann jetzt dementsprechend noch nicht viel sagen. Ich habe, glaube ich, das anderthalb Kapitel oder sowas gelesen. Ich habe auf jeden Fall mitten in dem Kapitel aufgehört, weil ja, ich dann im Fitnessstudio, glaube ich, fertig war oder sowas. Und ja, da werde ich dann irgendwann weiterlesen, wenn ich unterwegs bin oder so, oder auch wieder im Fitnessstudio. Ich habe ja immer so ein E-Book, was ich angefangen habe. Das kennt ihr ja von mir. Genau, und dann lese ich ja für immer und ein Vierteljahr von Sonja Roos. Da bin ich jetzt bei Seite 42. Habe ich auch mitten in einem Kapitel aufgehört gestern Abend, weil ich einfach zu müde war. Es ging nicht mehr. Ich ja, schlafe im Moment sehr, sehr oder relativ kurz. Und irgendwann war ich da einfach zu müde und wollte nicht mehr weiterlesen, weil ich das nicht mehr, also das Gefühl hatte, ich nehme das nicht mehr richtig auf. Es ist auch noch nicht so viel passiert. Es geht einfach ja darum, dass Marc sich von seiner Ehefrau Jana trennen will. Und es ihr dann auch eben sagt. Und die setzt dann eben das Ultimatum, er soll noch die haben nämlich einen Ehevertrag und in dem, wenn er sich eben scheiden lässt, verdient er relativ viel und ist statt reich eher wieder arm. Und ja, dann sagt er eben Jana, dass er sich scheiden lassen möchte und sie macht ihm dann eben ein Angebot, dass er noch ein Vierteljahr bei ihr bleibt und mit der Bedingung, dass er sich auch um Julius, den Sohn, kümmert und sie morgens und abends die Treppe hoch und auch wieder runter trägt. Das bespricht er gerade mit seinem Freund und da bin ich jetzt auch so stehen geblieben. Ich nehme mal an, er nimmt diese Bedingungen an, diesen Deal an. Und ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ich glaube, Jana ist irgendwie krank und kann nicht mehr richtig laufen oder es wird irgendwann immer ein bisschen schwerer, sodass er sie eben die Treppe hoch und runter trägt und vermutlich dann später auch noch mehr herumträgt
und sich um sie kümmert und um sie pflegt und vielleicht kommt die Ehe auch wieder so ein bisschen in Fahrt und er bekommt wieder einen Draht zu seinem Sohn Julius. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt darauf. Ich werde auf jeden Fall gleich dieses Kapitel noch fertig lesen und ich denke dann heute Abend auch auf jeden Fall irgendwie noch weiterlesen, sodass ich da auch ganz gut vorankomme und so auf Seite 100 am Ende des Tages rauskomme. Das ist eigentlich schon ein ganz guter, ja, das ist ein ganz gutes Ziel, würde ich sagen. Ja, soweit zu Für immer und ein Vierteljahr. Und dann habe ich ein Buch angefragt. Das habe ich euch auch in den Neuerscheinungen für Mai müsste das gewesen sein, angefragt. Das kam heute an. Ich finde es so, so schön und es ist so eine richtige, so eine, wie man bei diesen englischen Büchern gibt es auch diese Floppy-Bücher. Genau so fühlt sich das auch an. Das ist richtig, richtig cool. Also wenn ich die zweimal nebeneinander halte, ihr seht, glaube ich, den Unterschied ganz gut. Ja, es handelt sich um Flammenflug von Melissa Caruso. Das ist der erste Band einer Trilogie, soweit ich weiß. Und ich bin sehr gespannt. Ist im Bastian-Lübbe Verlag erschienen, Ende Mai, ich glaube 31.05. Dem werde ich mich auf jeden Fall auch noch widmen, wahrscheinlich dann im Juli. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch und bin gespannt, was es für mich bereithält. Ich finde auch das Cover richtig, richtig schön. Da ist ja dieser Vogel, ich glaube, es ist ein Falke. Ich meine, das ist ein Falke. Ich bin mir aber gerade nicht mehr. Ja, genau. Ich kann euch gleich mal den Klappentext vorlesen. Auf jeden Fall ist das hier ein Falke und man sieht hier auch so das Mädchen drin und das Kleid geht so über in die Schwanzfedern von dem Falken. Finde ich richtig, richtig schön gemacht. Ich kann euch mal ganz kurz auch den Klappentext durchlesen. Hier vorne steht übrigens noch drauf: Fessel die Magie, entfessle die Macht. Richtig, richtig toll. Hinten steht drauf: Ihre Magie können Sie binden, doch Feuer ist nicht bezähmbar. Magie ist eine gefährliche Waffe. Je mächtiger ein Magier, desto größer die Gefahr, dass seine Kraft außer Kontrolle gerät. Deswegen wird im Stadtstaat Ravera jeder Magier bereits als Kind ins Militär eingegliedert und an einen sogenannten Falkner gebunden, der die Kraft seiner schutzbefohlenen Falken kontrolliert. Die Feuermagierin Syra konnte diesem Schicksal entgehen, als sie jedoch in Gefahr gerät, entfesselt sie einen magischen Feuersturm. Nur durch das Eingreifen der Grafentochter Amalia kann Schlimmeres verhindert werden. Doch nun sind die jungen Frauen magisch miteinander verbunden. Ein Bund, der nicht rückgängig gemacht werden kann und von beiden große Opfer fordert. Und die Genevieve Gorgman schreibt noch, Gorgman, keine Ahnung, bezaubernd, intelligent, rasant, atmosphärisch und mit einer Heldin, die ich gerne zu freuen hätte. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe auch schon eine negative Meinung gesehen, der das Buch nicht so gut gefallen hat. Ich bin gespannt und werde euch dann auf jeden Fall, ich denke mal, dann im Juli berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Jetzt werde ich, wie gesagt, meine Erdbeeren essen und dann gleich ein paar Bilder für Instagram machen. Wenn man noch nicht folgt, macht das sehr, sehr gerne. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand und wisst schon vor allen anderen, was ich gerade aktuell lese oder was bei mir neu eingezogen ist. Auch so ein bisschen von meinem Alltag bekommt ihr dort mit. Ja, ich stelle euch auch öfter mal Fragen, welches Buch ich als nächstes lesen soll, zum Beispiel oder so. Oder Büchersale. Lohnt sich auf jeden Fall, da ab und zu mal reinzugucken. Und dann melde ich mich, wie gesagt, nicht wie gesagt, aber ich melde mich dann einfach so im Laufe der Woche wieder bei euch. So, ich habe mich jetzt mal wieder hier unten hingesetzt. Ich muss mich wahrscheinlich gleich anders hinsetzen, weil nämlich meine Füße gleich einschlafen werden, glaube ich, weil ich nämlich knie. Ja, ich wollte euch aber ein Leseupdate geben. Und zwar fange ich an mit Für immer und ein Vierteljahr von Sonja Roos. Das Buch habe ich eben gerade fertig gelesen. Ich habe ja schon mal was dazu gesagt, was ich glaube, was darin passiert. Ich gehe da jetzt auch überhaupt nicht drauf näher ein, was letztendlich passiert ist und ob das, was ich vermutet habe, richtig oder falsch ist, weil das komplett spoilern würde. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo ich am Ende doch ein klein bisschen geschockt war, weil ich dachte, nee, das kann sie jetzt nicht machen, das geht jetzt einfach nicht und nein. Und dann hat sie einfach den Leser so richtig reingelegt. Also es waren wirklich die letzten 10, 15, 20 Seiten irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also es waren nicht mehr viel. Ja, es waren ungefähr 10 Seiten. Und da hat sie einfach den Leser nochmal reingelegt. Ich dachte mir, nee, das kann sie jetzt nicht machen. Auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Buch. Dazu werde ich auf jeden Fall im Lesemonat nochmal ein kleines bisschen mehr erzählen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich werde mir auf jeden Fall die Bücher aus dem Akabus Verlag nochmal ein kleines bisschen näher anschauen.
Und auch das Schätzchen wird in meinem Regal stehen bleiben werden, weil ich es richtig, richtig toll fand. Und das Cover finde ich auch sehr, sehr süß. Passt einfach zu dieser Geschichte. Eine Familiengeschichte, die kurz vor dem Aus steht und dann eventuell doch wieder zusammenfindet oder eventuell auch nicht. Hat mir echt gut gefallen, kann ich nur weiterempfehlen. Ich muss mal schauen, ob Sonja Roos noch irgendwelche anderen Bücher geschrieben hat. Hat mir echt gut gefallen. Und ich fand es auch sehr gut, dass überwiegend aus der Sicht von ihm erzählt wurde. Es kam auch zwar mal ein paar Absätze, wo seine Frau Jana was aus ihrer Sicht erzählt hat oder Gedanken mitgeteilt hat. Und aus der Sicht vom Julius, also dem Sohn, wie er das so zwischen seinen Eltern so aufnimmt, wie es früher war und wie es jetzt ist und ja, was er da eben so denkt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich mag es auch, wie sich Sonja Roos in einen Mann hineinversetzen konnte und eben diese Sicht auch wirklich gut rüberbringen konnte. Große Empfehlung von mir, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr auf Familiengeschichten steht. Kann ich nur weiterempfehlen. Jetzt muss ich mich anders hinsetzen, weil meine Füße einschlafen. Meine Füße schlafen immer relativ schnell ein, habe ich das Gefühl. Ich habe mir mal eben gerade zwei Kissen geholt. Und jetzt sitze ich auch wieder ein kleines bisschen höher und auch gemütlicher, sodass ihr mich gut sehen könnt und mir nicht die Füße nochmal einschlafen. Dadurch, dass ich halt auch eben diese Fußbänder habe, ist es irgendwann dann auch ein bisschen ungemütlich. Aber ja, dazu kommt übrigens auch noch irgendwann ein Video, beziehungsweise ich werde das hier eventuell in ein Weekly Reading mit reinpacken, wie ich die Bänder mache. Also seid auf jeden Fall gespannt darauf, wenn euch das interessiert. Ja, dann lese ich ja immer noch The Sleeping Prince. Da steht gerade die Kamera drauf. Kann ich euch nicht zeigen, aber da bin ich auch nicht weitergekommen. Also da bin ich immer noch beim ersten Kapitel, beziehungsweise ich habe den Epilog, den Prolog gelesen und stehe jetzt gerade beim ersten Kapitel. Dann habe ich noch angefangen True North. Da bin ich bei. Ich würde jetzt nachgucken, aber ich habe mein Handy nicht hier. Das ist nämlich mal wieder leer und lädt. Aber da bin ich ungefähr bei 12%, 13% oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Gefällt mir bisher auch ganz gut, wobei jetzt auch noch nicht so extrem viel passiert ist. Da geht es ja um Sarah, die eine Bekanntschaft in ihrer Bar. Also das ist die. Sarah lernen wir auch schon im ersten Band kennen. Ja, müsste im ersten Band gewesen sein, weil da ging es nämlich um Griffin Shipley, weil die zwei waren nämlich mal ein Paar und er hat sich dann von ihr getrennt. Sie ist, ja, leitet eben, führt, oder ja, führt eine Bar und dort lernt sie einen netten Mann, Dave, kennen, mit dem sie eine nette Nacht verbringt und daraus entsteht eben ein Kind und eines Tages taucht dann eben wieder Dave in dieser sogenannten, in dieser Bar auf. Weil er sie nicht vergessen kann, sie konnte ihn noch die ganze Zeit nicht vergessen und sie wollen eigentlich auch mal wieder zusammen. Ja, er will immer, möchte einen für immer mit Sarah und ja, sie muss ihm aber erst beibringen, dass er auch noch ein Kind hat mit ihr. Und ich bin gerade ganz am Anfang von dieser Geschichte, wo sich die beiden kennenlernen. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so extrem viel sagen, aber da ich jetzt für immer und ein Vierteljahr fertig gelesen habe, werde ich mich jetzt erst auf das, auf True North, das E-Book konzentrieren. Weil ich nämlich euch wieder Fragen gestellt habe oder eine Frage gestellt habe auf Instagram, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Ich habe nämlich noch zwei Bibliotheksbücher hier, die ich beide auf jeden Fall noch gerne lesen möchte diesen Monat und Anfang nächsten Monats spätestens. Am liebsten wäre mir noch diesen Monat. Ich glaube, das schaffe ich aber nicht mehr, weil das beide schon ein bisschen dickere Bücher sind. Eins hat knapp 400 Seiten und das andere hat 470 Seiten oder sowas. Ja, fast 480 Seiten. Ja, und ich habe euch gefragt, ob ich Never Never, ich hoffe, ihr könnt es sehen, Never Never oder Cat and Cole von Emily Sawada und von Taryn Fisher und Colleen Hoover lesen soll. Aktuell steht es für Cat and Cole. Da hätte ich auch mega Bock drauf, weil ich ja jetzt doch sehr viele Liebesgeschichten gelesen habe. Und mal wie so ein bisschen Fantasy, das dürfte Fantasy sein. Wieder dazwischen ist auf jeden Fall ganz nett und dann würde ich auf jeden Fall als nächstes Never Never lesen. Und dann steht ja noch auf meiner Leseliste, ich hole es gerade mal, Mr. West, das werde ich dann auf jeden Fall nach Never Never lesen. Dann habe ich nämlich fast meine komplette Leseliste für den Juni abgehakt. Das steht ja nur noch auf der Liste, auch das kann ich gerade mal holen. The Way to Find Hope von Caroline Emmerich. Das Buch werde ich auf jeden Fall nicht mehr im Juni schaffen. Das werde ich dann im Juli lesen oder mal schauen, wann. Ich weiß. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich habe gerade gesehen.
Ich habe gerade durchgeblättert durch The Way to Find Hope. Da ist so ein Disco-Bild drin, weil sich das Ganze auch in der Disco abspielt, glaube ich. Ne? Sie lernen sich genau, die zwei Protagonisten lernen sich in der Disco kennen. Ja, das sind so die Bücher, die alle auch auf meiner Leseliste für den Juni noch stehen, die ich noch lesen wollen würde eigentlich, was ich natürlich jetzt in der einen Woche nicht mehr schaffen werde. Das ist, glaube ich, allen relativ bewusst. Aber ich möchte auf jeden Fall gerne noch die zwei Bibliotheksbücher lesen und danach auf jeden Fall Mr. West, weil ja, Mr. West ein Rezensionsexemplar ist und die zwei Bibliotheksbücher eben Mitte Juli wieder zurückgegeben werden müssen. Und bis dahin würde ich die gerne lesen wollen. Und ja, das ist so der Stand zu diesen Büchern. Und dann habe ich auch noch ein Hörbuch angefangen, und zwar Gläsernes Schwert. Ich möchte immer Gläserner Sturm sagen, ich weiß nicht wieso. Aber Gläsernes Schwert von Victoria Avia, das ist ja der zweite Band der Farben des Blutes. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon mehrmals in diesem Weekly Reading jetzt erwähnt. Da bin ich, glaube ich, bei 12%, also noch nicht so arg weit. Ist jetzt auch noch nicht so viel passiert, muss ich sagen. Bisher finde ich es auch echt langweilig. Der zweite Band soll ja sowieso nicht so gut sein. Vielleicht werde ich mir den dritten oder den vierten Band mal in der Bibliothek ausleihen und lesen. Vielleicht ist das ja eher was für mich. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Das ist auf jeden Fall gerade so der aktuelle Stand. Ich werde euch auf jeden Fall in dem nächsten Weekly Reading dann wahrscheinlich mitteilen, welches Buch ich lesen werde, wobei ich sehr wahrscheinlich vermute, dass es bei Cat and Cole bleiben wird. Also zwischen Never Never und Cat and Cole wird es wahrscheinlich bei Cat and Cole bleiben, was ich, wie gesagt, sehr cool finde. Und so lange werde ich mich erstmal auf Schunhoff konzentrieren. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ihr habt alle verstanden, was ich euch sagen wollte. Und melde mich dann morgen vielleicht nochmal und teile euch dann schon mit, welches Buch es geworden ist, weil ich habe mich heute Morgen schon die Frage gestellt habe. Das ist eine gute Idee, das mache ich so, und dann kann ich euch gleich auch noch mitteilen, wie weit ich bald schon aufgekommen bin oder was auch immer ich noch lese und höre. Und genau, so machen wir das. Hallöchen, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir haben heute Sonntag und zwar 13:52 Uhr. Ich war heute schon fleißig. Ich war heute Morgen direkt um 8:30, viertel vor neun, irgendwie sowas beim Pferd. Hab da soweit fertig gemacht. Bin dann noch, hab dann noch Wasser hingefahren. Und ja, bin seit ungefähr 10 Uhr jetzt zu Hause. Habe sonst noch nicht so viel gemacht. Ich habe dann auch erstmal gefrühstückt, weil ich das heute Morgen noch nicht gemacht habe. Und ja, ich bin heute übrigens auch so relativ früh zum Pferd gefahren, weil es ja jetzt so langsam sehr, sehr warm wird und auch die nächste Woche wird sehr, sehr warm. Da werde ich auf jeden Fall auch morgens früh zum Pferd gehen. Ich habe mir auch vorgenommen, morgen früh zum Pferd zu gehen, und da ist direkt in der Nähe ein Schwimmbad, dass ich dann noch danach noch ins Schwimmbad gehe und dort ein paar Bahnen schwimme. Das mache ich relativ gerne im Sommer, muss ich dazu sagen. Da werde ich auch ein Buch mitnehmen. Ich hole es gerade mal, weil ich nämlich kein Bibliothekbuch mitnehmen möchte, weil ich da einfach zu viel Angst habe, dass da irgendetwas passiert und ich dann da irgendwas bezahlen muss. Deswegen nehme ich lieber ein eigenes Buch mit. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, weil ich nämlich ein relativ dünnes Buch mitnehmen werde. Ich hole es gerade mal und zeige es euch dann. Und zwar möchte ich dann Mr. West von Ree Kieland mitnehmen. Das ist ja auch noch ein Rezensionsexemplar, steht ja auch auf der Liste für den Juni. Deswegen passt es relativ gut und ich glaube, das ist perfekt für so einen warmen Tag. Wo man auch mal ein bisschen, also ich werde jetzt auch nicht allzu lange im Schwimmbad bleiben, aber ich schwimme meistens so um die 30 Bahnen und ich wollte schon eine gewisse Zeit da bleiben, damit sich dieses Geld auch eben rentiert, und dann nehme ich halt eben dieses Buch mit. Spätestens zwischen 12 und 13 Uhr will ich auch wieder zu Hause sein, weil dann kommt nämlich die Mittagssonne und dann ist mir das ehrlich gesagt zu warm und dann kommen auch irgendwann noch die ganzen Kinder, da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich auch dann so früh, das ist dann auch eben der Plan deswegen. Und solange noch keine Sommerferien bei uns sind, bietet sich das auch noch relativ gut an, die nächste Woche, weil nämlich ab dem 1.7. sind bei uns in Hessen Sommerferien. Und ja, das habe ich extra vorhin nochmal nachgeguckt, um zu gucken, wie voll es dann eventuell morgen schon mal sein könnte. Und ja, das macht er auch erst um 8 auf. Das heißt, wenn ich dann ja, so um 8 zum Pferd fahre, bin ich da dann kurz vor 9, viertel vor 9, keine Ahnung. Ich werde den auch nicht bewegen, weil er nämlich hohes Gras ist und ich nicht dieses Gras laufen kann, weil ich nämlich einen Ausschlag am Bein bekomme und da keinen Bock drauf habe und mein Pferd sowieso bei dem Warmen keine Lust hat. Werde ich ihn einfach putzen und pflegen, nach dem Wasser schauen, ein bisschen abduschen und dann war es das auch schon für den. Der kann bei dem Heißen dann auch ruhig stehen bleiben. Ich habe damit kein Problem, er damit auch nicht unbedingt. Ich weiß, dass es, wenn es dann wieder ein bisschen kühler ist, ich auf jeden Fall ihn bewegen muss, weil er sonst zu viel Energie hat.
Das weiß ich definitiv jetzt schon, aber bei dem Warm hat er auch keine Lust. Das weiß ich aus den vergangenen Jahren und ich kenne mein Pferd und mein Pferd ist schließlich auch schon 21, also auch nicht mehr so jung. Und das ist halt wie bei älteren Menschen auch, dann setzt die Wärme halt auch irgendwann bis immer mehr zu. Und so ist das bei Pferden oder generell ja bei Tieren genauso. Ja, das wird dann auf jeden Fall meine Schwimmbadlektüre sein. Das heißt, ich werde euch im nächsten Weekly Reading dann berichten, wie weit ich gekommen bin. Eventuell werde ich die nächsten Tage danach auch noch ins Schwimmbad gehen. Ich bin ja Mittwoch und Donnerstag auch beim Pferd. Vielleicht gehe ich dann auch noch ins Schwimmbad. Das werde ich dann spontan entscheiden, wie ich lustig bin und Bock habe und so. Aber ich mache halt auch sehr gerne Sport, muss man dazu sagen. Ich bin jemand, der sich gerne und viel bewegt und am liebsten auch den ganzen Tag und am liebsten auch noch draußen. Egal, ob es regnet, schneit, stürmt, warm oder kalt ist. Ich bin gerne draußen und ich bin auch gerne schwimmen, muss ich sagen. Aber nicht, wenn es so voll ist und die ganzen Kinder da sind. Ja, so viel zu der morgendlichen Morgenplanung dann. Und dann steht ja noch aus, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Da habe ich euch ja gestern schon erzählt, beziehungsweise auch gestern auf Instagram die Umfrage gemacht, welches der Bücher ich als nächstes lesen soll. Entweder Never Never oder Cat and Cole. Die Mehrheit hat abgestimmt für Cat and Cole, wie ich gestern, glaube ich, auch schon erwähnt habe, hatte das die Mehrheit. Das hat auch jetzt immer noch die Mehrheit. Deswegen werde ich dieses Buch als nächstes lesen, was sich sehr gut anbietet, weil ich ja aktuell sehr viele Liebesromane lese und dann mal zwischendrin so ein Fantasy-Roman. Ist auf jeden Fall gut, ganz gut. Ich bin sehr gespannt, was hier drin alles passieren wird und werde euch da auf jeden Fall weiter berichten. So, und da ich dann gestern kein Buch mehr hatte, kein haptisches Buch, sondern nur noch True North angefangen habe, habe ich dann eben dort weitergelesen. Gestern mit einem Kapitel 11 gehört und dann heute Morgen fertig gelesen und bin somit jetzt bei 18 oder 19%. Ich glaube, es waren 18%, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Wir haben in diesem Buch sind wir eingestiegen. Ich glaube 2015, Juli, im Sommer 2015 oder sowas. Und dort haben sich eben Sarah und Dave kennengelernt und Zeit miteinander verbracht, ausschließlich im Bett. Und daraus gibt es dann ein Ergebnis. Ja, genau. Also es entstand eben dabei ein Kind. Das ist auch nicht verraten, weil es auf dem Klappentext draufsteht. Deswegen spoilere ich da auch überhaupt nichts. Und dann bin ich jetzt gerade genau an der Stelle angekommen. 2 Jahre später, also 2017, wo eben dieses Kind schon ungefähr 2 oder sowas, 1,5 sein müsste. Da bin ich gerade stehen geblieben. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich Sarah und Dave und das Kind oder wie auch immer sich die ganze Geschichte da eben fortsetzt. Ja, mehr kann ich dazu eben noch nicht sagen, weil ich eben erst nur die Kennenlerngeschichte von Sarah und Dave gelesen habe. Und ja, bin jetzt auf die Gegenwart gespannt und werde euch dann da auf jeden Fall im nächsten Weekly Reading ein bisschen mehr berichten. Vielleicht lese ich da heute Abend noch weiter und beginne dieses Buch dann erst am Montag. Könnte ich eigentlich auch so machen, damit ich auch in Schuno auf ein kleines bisschen weiter vorankomme. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und ja, das war es soweit mit dem Update. Ihr werdet heute auch nichts mehr von mir hören, weil ich nämlich dieses Video jetzt schneiden werde, sehr wahrscheinlich. Und auch soweit fertig machen werde, damit ihr das ja morgen seht, beziehungsweise heute seht für euch. Und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert und kein Video mehr dabei verpasst. Schreibt mir gerne Wünsche, Kritik, Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!